Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Meine Frau ist wieder hier, oder? Ist sie da? Ja, sie ist da. Sie hat gerade Hä? Gemacht. Sie hat nämlich gerade Musik, Ja, er hat deswegen. nämlich ein Talent dafür, dass er mich immer anquatscht, wenn ich Musik höre. Genauso sieht's aus. Immer ein Kopfhörer. Talent. Moment, ich guck mal ganz kurz was. Ja, okay, gut, der lebt nicht mehr. Die scheiß Leichen, die hier die ganze Zeit rumschreien. Passt richtig gut zum Gebiet. So, du hau mal ab. Ja, ich bin jetzt im Kerker, das habe ich. Oh, was zur Hölle? Wo kommst du denn her? Ja, wo? Aus seiner Zelle. Seiner dreckigen, vollgepissten Zelle. Wir haben hier nämlich was vergessen. Und deswegen bin ich jetzt hier, statt in der gottlosen Hauptstadt. Auch wenn ich da gerne weitermachen will, weil da sieht das sehr interessant aus. Ah, oh, wieder so eine Aristokratenmaske. Aristokratenmaske. Dieser Begriff erinnert mich an den Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist aber Asbach uralt. Das war noch ein ganz alter Zeichen, ja, Zeichentrickfilm, da gab es noch keine Animation, so wie heute. Nur Animation gibt. Und zwar hieß der, ich glaube, der war auch von Disney, Aristocats. Ich weiß gar nicht, ob man den heutzutage noch kennt. Schatz? Kennst du den Film Aristocats? Uralt, war. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Ich glaube auf jeden Fall, dass da halt eine Katzenmutter war, die halt ganz viele Katzenkinder hatte. Und die wurden dann entführt. Ja, ich glaube schon, ja. Ey, hört mal auf, hier rumzudancen. Meine Güte. Ah, Gott! Weil die Masken, die hier haben, Aristokratenmasken heißen. Das hat mich an Aristocats erinnert. Uralter Film, ey. Habe ich früher aber sehr, sehr gerne mal geguckt. Allgemein so Kinderfilme. So, die ganz alten Zeichentrickfilme, die waren immer besser als die Animationsfilme heute. So. Das ist der Fahrstuhl, an dem wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge gescheitert sind. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ich glaube schon. Und den werden wir jetzt nehmen, um zu diesen Riesen zu gehen. Den will ich jetzt zwar noch nicht platt machen, aber ich habe gesehen, als ich nochmal in meine Aufnahmen geguckt habe, um die Folgen zu benennen, dass ich voll eine Leiter übersehen habe. Da war eine Riesenleiter und ich habe die einfach mal übersehen. Und deswegen werde ich jetzt nochmal zurückgehen. Und ich glaube, hier sonst waren wir überall. Bin ich jetzt der Meinung. Da hinten ging es ja zur gottlosen Hauptstadt. Da waren wir. Hier waren wir. Und eine Sache habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und zwar, erstmal, dass die Ratten hier scheiße sind. Nein, das habe ich natürlich nicht vergessen. Ich habe vergessen, dass wir noch einen Kerker hatten, ganz zu Anfang, den wir noch nicht jetzt aufgeschlossen haben, wo wir einen Schlüssel dafür haben. Den muss ich also auch noch machen. Ich habe so viel vergessen. Und ihr wisst ja, ich werde dieses Spiel nicht eher beenden, bevor ich nicht alles entdeckt habe. Es sei denn, es gibt wirklich einen optionalen Boss, wo ich mir die Karten lege und sage, okay, nach 100 Folgen oder so, jetzt reicht's aber auch mal langsam mit Dark Souls. Obwohl ich das ehrlich gesagt nicht machen will. So. Hier nämlich ist eine Leiter. Genau hier. Und die habe ich vollkommen übersehen. So. Aber wirklich viel können wir jetzt ja auch nicht machen, außer den. Da ist sogar so ein Edelsteinvieh. Oh, das ist ja krass. Und ich habe einen Titanitbrocken bekommen. Das ist krass. Das ist verdammt krass. Kann ja auch mal anders anvisieren. Dankeschön. Oh Gott, das macht sehr, sehr wenig Schaden. Ich glaube, ich sollte hier weg. Ich glaube, ich sollte weg. Und ein Titanitbrocken hilft uns, denn wir können dann endlich unser Schwert wieder aufwerten. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss den Typen von unten machen. Das heißt, ich muss da irgendwie runter. Aber wie kommt man da runter? Ach, der legt sich wieder schlafen. Ach so. Na, wenn sonst nichts ist, dann ist ja alles gut. Da unten müssen wir noch hin. Nee, 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 ich falle schon nicht runter. Ich will aber. Ja, okay, gut, das stimmt schon. Runterfallen kann ich am besten. Aber irgendwo hier muss man runterfallen können. Ja, da hinten, ja. Das ist der einzige Weg auch, glaube ich. Ich denke halt, dass es vielleicht noch einen Weg gibt, einen sichereren Weg.
Aber das ist Dark Souls, hier darf man nicht zu viel erwarten eigentlich. Außer, dass die Typen hier wieder da sind. Oh ne, die da hinten schießen schon wieder ihre Pfeile. So, ja, ihr Aristokraten hier. Was auch immer ihr seid. Ich würde gerne genau. Mehr über die Kulte und die ganzen Clans hier würde ich gerne mehr erfahren, aber ich glaube, das kann man sich nur durchlesen im Wikipedia. Oder halt allgemein im Wiki. Hässliches Wort. Wiki. Bäh. Ekelhaft. So, wie kommt man denn da nach oben? Meine Frau weiß ganz genau, was ich meine. Da nach oben muss man ja auch irgendwie können. Ich glaube. Ah, da ist ja noch die Tür, stimmt. Die könnte ich ja auch aufschließen, aber hier. Oh Gott, auf dass ich jetzt sterbe. Nee, doch nicht. Aber sehr, sehr viel Leben verloren. Alter, geht's da unten wirklich in den Tod? Ja, da unten ist nichts generiert, also ja. Maulfratte, ich wollte erst Maus sagen. So, erstmal hier alle die ganzen Ratten platt machen. Könnt ihr jetzt mal aufhören, mich hier zu nerven? So, und dann kümmere ich mich mal gleich um den Riesen. Oh, große, ja, okay, gut, große Zitanitscha ist leider nichts für uns. Die eine Ratte werde ich noch platt machen jetzt. Ach, guck mal, da kommt noch ein. Wow, what the fuck? Wo kommt die denn jetzt auch nochmal her hier? Ey, könnt ihr mal aufhören, so zu stressen? Boah, diese Viecher. Gottlose Flamme. Das sieht schick aus. Die kommen ja unendlich lang, oder? Die geben aber noch Seelen. Ich glaube, irgendwann ist Ende. Ich werde mal die so lange killen, bis sie hoffentlich aufgeben. Da hinten kommt eine neue. Da nicht mehr. Na dann komm. Letzter Fight hier. Oder? Ne, jetzt kommt da wieder neue. Oh Mann. Jetzt kommt hier auch nochmal eine. Tatsächlich. Okay, die kommen, glaube ich, doch wirklich unendlich lang. Na dann. Oh shit. Ich muss den langsam machen. Ich darf nicht zu gierig sein. Ich habe schon über die Hälfte weg. Komm, stampf auf oder so. Ah, komm schon. Okay. Kein Problem. Ah, komm schon, er ist doch fast tot. Ja, weg ist er. Weg ist er. Alter, der war riesig. Okay, der war riesiger als die anderen. Und was gibt er? Oh, und Titanitbrocken und Scheiße. Das ist ja eine tolle Mischung. Aber Titanitbrocken ist super. Dann lese ich mir jetzt ganz kurz die gottlose Flamme durch. Die müsste ja hier sein, genau. Von der gottlosen Flamme abgeleitete Pyromantie umhüllt Feinde in Reichweite und verbrennt sie zu Asche. Die gottlose Hauptstadt wurde vom Feuer verschlungen, nachdem Jorm der Riese zum Aschefürsten geworden war. Das aus dem Himmel geborene Feuer soll ausschließlich menschliches Fleisch verbrannt haben. Ah ja, stimmt ja. Hier geht's ja um Jorm, dem Riesen, den man noch im Trailer gesehen hat. Deswegen gibt's auch hier diese riesige Viecher. Oh, da ist auch noch irgendwie was. Ja. Weil Jorm ist der Boss von denen. Und den gilt es zu besiegen, glaube ich. Also, es kann sein, dass es nicht der letzte Boss ist, aber. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Also ein Aufzug. Mit schöner Musikuntermalung ist das jetzt hier nicht so. Leider. Das würde auch, glaube ich, nicht zu Dark Souls passen. Wäre aber lustig. Warum auf die Idee gekommen ist, während dem Fahrstuhl Musik. Du atmest, oder? Ja, die atmet. Ja.
Autsch. Nee, 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 greifen kannst du mich nicht, du. Die zieht ganz schön viel Ausdauer ab. Aber die steckt doch ganz schön viel ein. Drachentöter Blitzpfeile. Okay, das ist krass. Mein Gott, ey, wir kriegen ja nur noch neue Sachen. Das ist ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, wo die Blitzpfeile jetzt sind. Wo die sich... Da haben sie sich versteckt. Diese speerartigen, mit Blitzen umhüllten Pfeile wurden vom Riesenschmied der Götter angefertigt. Sie können nur mit den großen Bögen verwendet werden. Blitze waren die Waffe der Drachentöter, schon seit der Zeit des ersten Fürsten Gwyn. Stimmt, ja, um Gwyn geht es hier ja, glaube ich, auch. So, ich guck mal, ob man hier... Ich weiß, man kann auch durch Illusionswände durchrollen. Aber das mache ich ungern, da ich nicht weiß, ob dahinter vielleicht ein Abgrund sein kann. Deswegen schlage ich lieber gegen. Ach, hier ist eine Leiter. Ach, guck keiner an. Hätte ich jetzt schon wieder fast übersehen. Aber anders kommen wir jetzt auch, glaube ich, nicht mehr nach oben. Außer mit dem Aufzug. Ist ja denn, der fährt nach unten. Aber den muss ich mir jetzt nochmal merken. Weil ich glaube, hier kommen wir jetzt zu den Dächern. Wo wir eigentlich hin wollten. Hier macht das wenig Sinn. Hier vielleicht? Nee. Gut. Tatsächlich, da sind die Dächer. Wir könnten, glaube ich, auch rüberspringen. Aber hier kann man auch rein, oder? Ja. Oh, wenn man hier reingeht, dann kommt... Ah, wir müssen springen. Boah. Das Springen ist echt immer so eine Sache. Das ist das einzige Blitzbolzen. Oh mein Gott. Wie viel Neues sie bekommen. In dem Spiel zu springen ist echt immer so das einzige, wovor man richtig Angst hat. Hier kann man nämlich so oft failen. So, und jetzt sind wir wieder am Anfang. Jo. Krass. Okay. War ja doch gar nicht so viel hier zu entdecken, leider. Wo sind die Bolzen? Da sind die Bolzen. Diese vom Blitzen durchwirkten Bolzen wurden vom Riesenspiel der Götter angefertigt, bla bla bla. Die Götter nutzten jedoch keine Armbrüste. Die Bolzen sind wohl Artefakte aus der drachenlosen Zeit, als der Pakt zwischen Göttern und Menschen geschmiedet wurde. Erinnert ein bisschen an Darksiders. Der Pakt der Götter und Menschen und der Dämonen. Also Götter eigentlich nicht, eigentlich Engel, aber irgendwie hat mich das gerade so an diesen Friedenspakt erinnert. Und da ist auch noch ein Gegenstand. Krass. Wie viel es hier einfach mal gibt. Pass auf, noch was Neues. Nee. Eines entmutigten Ritters. Ich glaube, die gibt 10.000. Das ist verdammt gut. Allgemein findet man jetzt richtig viele Seelen. Und da rein, da können wir, glaube ich, auch irgendwie. Denke ich jetzt mal. So, dann gehen wir jetzt mal zum Aufzug und gucken mal nach, wohin uns der bringt. Und ich glaube, dann sind wir auch eigentlich fast komplett fertig. Abgesehen davon, dass wir halt noch ein paar Kerkertüren zu öffnen haben. Und ich hätte eigentlich auch... Nee, ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg hierhin. Außer vielleicht die Tür da öffnen. Stimmt, dann hätte man ein bisschen weniger Fallschaden, aber ansonsten... Oh, okay. Nee, ich hab mich nur gewundert, warum du nichts mehr machst irgendwie. Ach so, okay. Ja. Ja, stimmt. Ich frage mich gerade, warum da unten... Das werde ich gleich nochmal nachgucken gehen. Ich glaube, da unten ist ein Geheimnis. Oh! Oh, ist das, was ich denke? Jawohl, das ist hier der... Jawohl, hier ist unser Leuchtfeuer. Krass, was eine krasse Alter, mein Schatten sah gerade richtig gruselig aus. Ich dachte erst, hier wäre irgendwie eine Spinne oder so in dem Spiel. Aber ich glaube, die Entwickler haben das... Doch, doch, ist aktiviert. So. Oder die wollten einen verarschen. Ja gut. Es hätte ja sein können, dass hier irgendwas ist. Aber irgendwie... Naja, nee, nicht wirklich. Hab ja noch eine einzige Fiole. Ne, da unten ist nichts. Oder? Ne, das ist nur ungenerierter Boden. Ist immer ein bisschen schade, dass man das so sehen kann irgendwie. Das macht einen so ein bisschen die Atmosphäre kaputt.
So richtig kaputt. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich hasse das Spiel. Und jetzt will ich den Fahrstuhl wiederholen. Weil wir müssen noch eine Tür öffnen und dann sind wir hier fertig. Glaube ich. Kann aber auch sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich werde ja eh nochmal am Ende, wenn ich den letzten Boss gekillt habe und ich dann gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe gelesen, dass es noch irgendwo ein Gebiet gibt, werde ich das sowieso nochmal nachholen. Aber jetzt hier sich schon die ganzen Lösungen angucken, das macht echt keinen Sinn. Außer man ist halt fertig. Ich bin aber, ich habe auch noch am Anfang ganz viele Wände verloren. Ich habe Wände verloren. Die habe ich unterwegs vergessen. Die sind aus der Hand gerutscht. Die habe ich vergessen, die Wände, glaube ich. Weil Illusionswände habe ich ja erst im Sumpf entdeckt. Und das ist ja schon ein bisschen lange her. So, und mit einer Fiole werden wir jetzt hier nochmal... Werden wir jetzt nochmal gucken gehen. Oh mein Gott, du wolltest mich ankotzen. Ekelhaftes Kackvieh. Ich habe ganz vergessen, dass sie das können. Kotzen. Moment. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist ja interessant. Hier ist ja dieser Gegenstand, den ich letztes Mal gesehen habe. Wappenring, brüllender Drache. Schon wieder was Neues. Oh Mann, ey, man kommt hier echt nicht rum, ohne zu lesen. Lauernder Drache und brüllender Drache. Ist ja interessant. Dieser besondere Ring wird jenen verliehen, denen der Weg zur Entdeckung in Winheim zugetraut wird, der Heimat der Zauberei. Er verstärkt Zauber enorm. Und der macht verlängert die Wirkung, okay. In Anlehnung an die Drachen, das ist genau dasselbe wie das, also haben wir das schon mal gelesen. Gut. Gut zu wissen. Au! Sau! Schnell weg. Schnell, schnell wieder hier rein hier. Ich nehme jetzt die letzte Fiole. Und werde jetzt... Ne, vergiss es. Und werde mir jetzt mal die Kerkertür jetzt vornehmen. Endgültig. Die Viecher kommen echt hinterher, die ekelhaften Drecks... Mistdinger. Ekelhaft. Oh. Okay, das ist jetzt gar nicht gut. Ohne Fiole. Jetzt hier nochmal so ein Lebens... Na, wie nennt man das? Ekelhaft. Irgendwo hier war doch diese scheiß Kerkertür. Wo ist die denn jetzt hin? Ist die hier? Hier war aber nichts, ne? Nee. Illusionsböden gibt es, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Und warum steht da vorne schon wieder dieser Zauberer-Typ da? Irgendwie muss man hier rein können. Irgendwas ist hier doch. Ganz, ganz komisch. Irgendwo hier war doch diese scheiß Tür. Wo ist die denn jetzt? Kann doch nicht sein, dass sie jetzt einfach so weg ist. Ist die vielleicht hier? Das kann natürlich jetzt sein, dass sie hier ist. Hä? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier eine Tür war. Irgendwo hier. Hier war auch irgendwo ein Gegenstand, den wir nicht erreicht haben. Wieso lebt denn das Vieh jetzt schon wieder? Hä? Ich bin verwirrt. So, tschüss, ey. Ja, ihr lebt auch alle. Herzlichen Glückwunsch. So, komm her, so, zack.
Kann ich die hier öffnen? Nee, die ist verschlossen. Also. Boah, ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich hatte jetzt. Warte mal, die hier aber. Die ist auch ver. Ach Mann! Ist doch scheiße. Ja, dich kenne ich noch. Tschüss. Okay, das ist ärgerlich. Ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich durch. Ich brauche irgendeinen Schlüssel. Ich habe doch einen Gefängnisschlüssel. Der war es nicht. Nein. Zum versperrten Fenster. Ach so, den haben wir schon benutzt. Und der hier? Ah, Schlüssel zur ältesten Zelle des Verlieses. Da war ich aber, glaube ich, auch schon. Und den aber. Ach so, wir haben jetzt gar keinen neuen Schlüssel mehr. Au. Okay, das ist jetzt dumm. Ich glaube, ich habe ganz umsonst jetzt gesucht. Weil die Schlüssel zu dem Fenster haben wir jetzt schon benutzt. Ah, das ist jetzt doof. Dann fehlt uns also noch irgendein Schlüssel. Ja, was uns hier alles fehlt. Vielleicht kriegen wir den in der gottlosen Hauptstadt oder ich habe den irgendwo übersehen durch eine Illusionswand. Keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder zurückgehen und dann erstmal mein Schwert upgraden. Und dann werden wir in die gottlose Hauptstadt gehen. Ja, die Flaschen füllen sich automatisch. Beim Leuchtfeuer. Ich kann mehr Flaschen haben, wenn ich Estus-Scherben sammle. Und verstärkt werden können die durch Knochensplitterasche. Deswegen bin ich immer so happy, wenn ich sowas finde, weil da unten steht der Estus-Flakon plus 7. Und das heißt, ich habe schon 7 von denen gefunden. Normalerweise würde es nur so ein Stück füllen. Aber jetzt führt es halt schon eine Hälfte von meiner Lebensanzeige. So, ach so, wir haben ja noch neue Sachen. Die können wir ja eigentlich geben. Schattenasche. Alter, ich habe ganz viele. 3 Stück. Da, hier kriegst du erstmal Exkremente. Freudig. Gelbliche Asche. Und Asche des Ostlandfürsten oder wie auch immer der hieß. So, und jetzt können wir mal gucken, was die Neues hat. Ganz viel Glut. Was sind das? Blumen oder was? Achso, Moosklumpen, okay. Dolch. Ja, okay, gut. Nee. Nö. Oh! Helm der Gunst. Aufgenommene Rüstung der Gunst. Stulpen der Gunst und Gamaschen der Gunst. Eine Gunstrüstung. Okay. Weiß ich nicht. Kann man ja leider nicht vergleichen. Muss man ja erst, oh, eine Verbandenmaske. Verbandenrüstung. Holzmaserring. Verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Okay. Brauche ich nicht. Ich meine, meine Rüstung sowieso immer wieder ganz, wenn ich ans Leuchtfeuer gehe. Von daher macht das überhaupt gar keinen Sinn. Xanthos Übermantel. Okay, Xanthos Handschuhe, Xanthos Hose. Und einen Helm hatte der Gute nicht. Der war so badass, der braucht einfach keinen Helm. So, dann gucken wir uns jetzt mal an. Ja, schön, freudig. Was wir so an Rüstung haben. Wir haben einmal 12,6 und Gewicht 9,2. Dass man sich das merken muss, das ist sowas von... Nee, das haben die Dark Souls 2 besser hinbekommen. Warum man sowas ändert, das verstehe ich echt nicht. Okay, das Gewicht ist schon mal zu groß und 12,5 ist damit schlechter als meins. Der Helm. Was wiegen denn die Handschuhe? 4, ich glaube allgemein, das ist eine schwere Rüstung. Ich lasse das mal auch mit der Rüstung. Ich verliere... ja, weil dann kann ich mich schneller rollen. Ansonsten rolle ich mich wie so ein Felsen. Und darauf habe ich keinen Bock. Ach, ich habe sogar noch eine Estus-Scherbe. Krass. Habe ich noch eine? Ich habe noch eine. Stimmt, ja. Habe ich noch eine? Nee. Ich habe sogar jetzt 2. Das heißt, wenn ich jetzt ins Leuchtfeuer gehe, müsste ich 12 statt 10 Flaschen haben. Und ich habe 12 tatsächlich. Krass, ich habe die ganze Zeit nicht benutzt. Überlegt mal, dann hätten wir jetzt 3 Flaschen voll mehr gehabt, statt nur einer einzigen. Das ist krass. Ja, der Hund ist doof. Dieser Hund! So, jetzt erstmal verstärken, jawohl. Jetzt wollen wir noch 3 weitere Titanitbrocken, aber... Ich glaube, ich bin jetzt schon so stark, ich brauche jetzt erstmal kein Upgrade mehr. Was ich brauche, ist jetzt eine Seele. Ja, unbesiegbar bin ich jetzt nicht. Wäre auch ein bisschen krass. Wäre langweilig. Nein, unbesiegbar wird man hier. In Dark Souls kann man nicht unbesiegbar werden. Ja, vielleicht so für ein paar Sekunden oder so. Nee, ich glaube nicht. Sowas gibt's nicht hier. So.
1600 wird nicht reichen. Ich glaube, das kostet. Oh, nein, kein Gestmenü. Wie viel kostet das denn? Echt, mir fehlen 300. Wow. Geil, dafür muss ich jetzt echt noch meine Seele verschwenden. Wir haben sogar eine untoten Knochensplitterasche. Oh mein Gott, was ich alles vergessen habe. So ganz schnell einsetzen, dann haben wir nicht plus 8. Jawohl. Geil. Wir sind gut gewappnet für den nächsten Boss. Auch wenn ich den nächsten Boss ehrlich gesagt nicht sehen will. Nicht im gottlosen Hauptstadt. Ich kann mir gut vorstellen, was das sein wird. Es wird irgendwas Ekelhaftes, Großes. Und nicht so eine Art Ritter, so wie sonst immer. Okay, eine Seele noch. Eine Seele. Eine einzige Seele. Ich habe hier noch so eine große leider. Na gut. 5000, was soll's. Ist egal. Avira ist halt nicht so wichtig gerade. Bisschen Leben oder ein bisschen Stärke. Ach komm, wir machen Stärke bis 300 und dann reicht's auch, glaube ich, erstmal. So. Gut, dann würde ich jetzt schon fast sagen, war es das jetzt auch hier. Ich gehe nochmal zur gottlosen Hauptstadt. Und ich glaube, sonst haben wir die Kerker eigentlich fertig. Ich will den nächsten Boss endlich mal sehen. Eine Minute noch. Ich gucke noch mal ganz kurz hier, was es hier so gibt. Nichts. Da unten ist irgendwas. Ach, das wäre so ein Gargoyle. Obwohl die ja nicht schwer waren. Also es könnten interessanten. Nee, das ist lame. Das macht keinen Spaß. Ja, mit Bogen abschießen, Schatz. Also wirklich. Das macht Taktik. Weißt du, wie lange sowas dauert? Ah, da ist eine Leiter. Na gut, dann Hey, ich weiß habe ich ja. das hinbekommen bei Dark Souls. Was war das? Zwei? Ja, das dauert aber auch lange. Hey, aber damit habe ich es geschafft. Und dann habe ich es verkackt. Wegen diesem Scheiß-Sprung-Ding. Da hinten ist noch einer. Also ich glaube, die gottlose Hauptstadt ist die Stadt der Gargoyles. Also wird es hier wahrscheinlich wieder die Gargoyles geben als Boss. Ich hoffe mal, weil die gab es noch gar nicht. Gut, dann war es das jetzt aber auch. Dann bis zum nächsten Part von Dark Souls 3. Wahrscheinlich ohne meiner Frau. Die wird dann hier nicht mehr da sein. Weiß ich nicht. Mal gucken. Haut rein, bis zum nächsten Part. Und. Nee. Nein. Weil wir gleich los müssen. Haben wir nicht gesagt. Wow. Okay, bis zum nächsten Part. Haut rein.